Das Stück heißt Maschinenhalle. Das heißt also, die verschiedenen Stationen inklusive der Tänzerinnen sind nicht Personen, Charaktere, Geschichten, sondern sie sind maschinelle, repetitive Funktionen, oder? Genau. Also erstens einmal ist der Raum, für den das Ganze gearbeitet wird, ist ja eine Maschinenhalle. Ist ja original, also originär von einer Firma gebaut und eigentlich für die maschinelle Fertigung von Autoteilen, glaube ich. Ja? Jedenfalls ausgehend von dieser Situation, dass es eine Halle ist, in der Teile gefertigt werden, stellen wir diese 12 Zellen hinein, und diese 12 Zellen funktionieren eben über Kommunikationstechnologie, wenn man so will. Ja? Also sie funktionieren nicht über ein Ensemblegefühl, das einfach durch Miteinander entsteht, sondern indem diese zeitlichen Vorgaben für die Bewegung über Monitore kommuniziert werden. Und das gibt dann die Gesamtheit in der Halle. Und die Herausforderung ist ja bei sowas, also ist ja die Größe des Raums, ja? Also die Zeiten, die der Sound braucht, um sich fortzubewegen und so weiter. Also das Maschinelle bedeutet jetzt nicht, dass die Bewegung deswegen eckig ist oder so. Also meiner Meinung nach gibt es ja da sehr, sehr klischierte Vorstellungen von was ist maschinell. Ja? Uns, die Maschinen, die uns umgeben, also Computer, sind ja in Wirklichkeit, die arbeiten mit Sensoren, die haben nicht so vorge... Ja? Also insofern ist das völlig obsolet, dieses Bild von der Maschine. Das Maschinelle dran ist einfach die Zusammenarbeit, also dass das recht reibungslos funktioniert. Und warum das reibungslos funktioniert, das ist halt Aufgabe der Komposition und der Choreografie. Uns geht es eigentlich mehr um diese Maschine-Mensch-Interaktion, ja? dass eben eine Software gibt mir bestimmte Informationen und ich kann sie dazu benutzen, damit zu spielen. Weil das sind ja große Instrumente, diese Metallplatte, die Klangplatte mit dem Maschinenklavier und wie das miteinander verbunden ist, also wie jeder Bodenkontakt den Klaviernoten übersetzt wird und dann je nachdem, was der Bernhard filtert oder nicht filtert, klingt es so oder so. Aber dieses Feedback, das ich dann kriege als der Mensch, der diese Maschine bedient, das ist ja das Reizvolle daran. Ja? Normalerweise, wenn ich zu Musik tanze, habe ich ja die Freiheit, mich erstens zum Beat zu bewegen oder nicht, da fängt schon mal an, ja? Aber ich kann ja dazwischen völlig aussteigen und dann wieder zurückkommen und der Beat wird immer nur da sein. Bei dieser Situation ist es nicht so, weil ich als Tänzerin ja die Musik und den Rhythmus erzeuge, und wenn ich auslasse, dann gibt es ihn nicht mehr. Ja? Die maschinelle Metapher bezieht sich mehr auf diese Zusammenarbeit, also mit der Software, mit der Programmierung. Ja. In dem Fall gibt es die fertige Partitur, das sind 36 Szenen, die nach einer aufbauenden Dramaturgie sind, die sowohl das Räumliche einbeziehen, also diese 12 Stationen häufen sich, oder die aktive Teilnahme sozusagen. Ja? Also es geht von Solo zu einer Gruppe, zu einem Ensemble mit 6, und bei den nächsten 6 Szenen geht es wieder von einem Solo zu einem Ensemble mit 10 und so weiter. Und da gibt es dann im Verhältnis vom goldenen Schnitt einen Höhepunkt, und danach arbeitet sich das ganze System wieder herunter. Also es wird wieder alles kürzer, es wird mit weniger Beteiligung und so weiter. Innerhalb jeder einzelnen Szene gibt es Loop-Zeiten. Ja? Also Loop, wie lange eben die gesamte Wiederholung einer Bewegung dauert und wie lang der jeweils aktive Teil, also das heißt, in welchem Teil wird Sound auf der Platte erzeugt, entweder mit dem Metall, das wir auf den Füßen haben, oder anders.
und in welchem Teil soll es möglich ruhig sein, sodass wirklich ein Rhythmus entsteht, allein durch die Tatsache, dass es Sound und Nicht-Sound gibt. Also sehr binäres System. Ich musste meine Arbeitsweise total umstellen, weil hier ist das Wichtige, obwohl es auch Loop-Strukturen sind, ja? Aber hier ist das Wichtige der Kontakt mit der Platte, der den Sound erzeugt. Das heißt, der Rest der Bewegung, also diese visuelle Herangehensweise an Bewegung und Bewegung zu zerschneiden und zu montieren, ist in dem Fall hinfällig. Jetzt habe ich halt geschaut, was passiert, wenn ich diese Loop-Strukturen von Bernhard so gut es geht, bediene in dem Sinn. Ja, es gibt eine Vorgabe in der Partitur, wo für jede Szene ganz genau deklariert ist, wie viel sozusagen Aktives passiert in der Loop und wie viel dann Loop-Pause ist. Also der Rhythmus entsteht allein durch die genaue Definition, wie viel in einer Loop, also wie viel in einer Wiederholung Sound erzeugt und wie viel in Stille passiert, also on and off. Und diese Verhältnisse sind in jeder Szene anders. Und zuerst im ersten Teil steigern sie sich durch Verdichtung, das heißt die Loop-Pausen werden kürzer, auch der aktive Teil wird kürzer, also insgesamt strafft sich alles durch Verkürzung. Ne? Und im zweiten Teil, in dem kürzeren Teil, passiert das Gegenteil. Also da wird es sozusagen wieder lockerer, die Struktur, indem die Loop-Pausen und die aktiven Teile der Loops wieder verlängert werden. Und diese Verhältnisse, nach denen richte ich mich, also als Choreografin in der Bewegungsfindung. Ja. Das heißt, ich will dem gar nicht entgegenarbeiten. Also es wäre ja auch eine Möglichkeit. Ja. Ich hätte ja auch mich ganz anders mit diesem System beschäftigen können. Ja. Aber ich habe dann relativ bald kapiert, dass es wesentlich reizvoller ist, die Stärken dieser Partitur herauszubringen, indem ich sie so gut es geht verstehe und dann wirklich herauszukitzeln versuche, was drinnen ist.